Der frühere Fußballtrainer Ivan Ivica Osim ist am Sonntag überraschend verstorben. Das meldet Fußball-Bundesligist Sturm Graz unter Berufung auf Osims Familie während der traditionellen Jahresfeier anlässlich der Gründung des Vereins am 1. Mai. Osim ist 80 Jahre alt geworden. Er stirbt wenige Tage vor seinem 81. Geburtstag am 6. Mai. In seiner Heimat Bosnien und in Graz genießt Osim schon zeitlebens Legendenstatus. Sturm Graz übernimmt er als Mittelständler, gewinnt dank Offensivfußball zweimal den Meistertitel, nämlich 1998 und 1999, dreimal den Cup, 96, 97 und 99 und schafft dreimal in Folge den Einzug in die Champions League 1999 bis 2001. Als einziger heimischer Club kommt Sturm in der Königsklasse als Gruppensieger in die Zwischenrunde. Sein Haus im Grazer Stadtteil St. Peter verlässt Sturms Jahrhunderttrainer inmitten der Covid-Pandemie kaum. Seine Mobilität ist schon länger eingeschränkt. Von einem Schlaganfall im Alter von 66 Jahren hat sich vor allem sein Körper nie mehr ganz erholt. Zu seinem 80. Geburtstag im Vorjahr meint seine Frau Asima, er schlafe zu viel. Ich bin 80 und für 80 geht es mir gut, entgegnet damals der Gatte. Der Horizont des studierten Mathematikers und Philosophen ist immer breit, aber auf das Spiel fokussiert. Jeder Tag ohne Fußball ist ein verlorener Tag, hat Osim einmal gesagt. Auch im hohen Alter verfolgt er im TV alles, was mit dem runden Leder zu tun hat. Der heutige Fußball ist FIFA und Real Madrid, alles geht ums Geld. Schade, konstatiert er. Graz ist, wie Osim immer betont hat, für ihn zweite Heimat geworden. Sein Tod am 1. Mai, gleichzeitig der 113. Geburtstag von Sturm, kommt für viele, trotz langjähriger Krankengeschichte, überraschend.